Herzlich willkommen, Herr Mayer. Ja. Ist das Bändchen gut? Damit die Reine raus können und wir alles klar. Sind. Okay. Dankeschön. Gut, danke. Hallo. Dankeschön. Das ist politisch, aber verschiedene Länder. Na, als Eislandische, oder? Ja, aber gut. Deswegen einen ganz dicken Applaus. Das können Sie sich bitte selber mal geben, weil ich. Wenn Sie heute unsere Politiker anschauen, dann weiß man anscheinend nicht, was sie meinen zu verteilen. Denn in der Regel ist es ja so, dass sie praktisch das Fell eines Tieres bereits verteilt haben, bevor sie das Tier erlegt haben. Und ich glaube, wir müssen endlich aufhören mit dem, was wir nicht haben, zu verteilen. Und deswegen kann ich hier auch nur wiederholen. Sie haben heute die Chance, dass Sie etwas verändern können. Und gerade in diesem Jahr, wo wir endlich in der Lage sind, die Bundestagswahl zu haben, dass wir hier eine gewaltige Veränderung stattfinden lassen können. Die FAZ hat in ihrem ersten Artikel über uns berichtet, dass wir durchaus das Potenzial hätten, 10-12% zu erzielen. Festgestellt haben, dass wir besser sind als die Kommunisten, die hatten nämlich nur 99,9%, darf ich doch bitte die Damen und Herren bitten aufzustehen, wer sich denn für den Vorstand kandidieren möchte. Und ich finde, wir sollten nicht abfragen, haben wir 5 Leute geführt oder 16 oder was weiß ich, was hat das jetzt für eine Relevanz? So, dann haben wir den dritten Kandidaten. Ich freue mich, bekannt zu geben, dass wir einen Landesvorsitzenden für Bayern haben. Er nennt sich Herr Schünemann. Herr Schünemann, ich stelle Ihnen die Frage, nehmen Sie das Amt an? Schweren Herzens ja. Aber erstmal an Sie alle, vielen, vielen Dank, dass Sie das Vertrauen gegeben haben, dass ich Sie mit diesem Landesverband führen darf. Mach ich's oder mache ich's nicht? Bewerbe ich mich oder gebe Arbeit, Zeit und Spielvergnügen für diese Partei her? Ja, ich würde es machen. Herr Schlawitz, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Herr Rudi. Dankeschön. Landesvorstand als ersten Landesvorsitzenden, stellvertretenden Landesvorsitzenden für die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Ein gutes Gelingen und eine gute Zusammenarbeit mit unserem ersten Vorsitzenden. Auf geht's. Jetzt sage ich recht herzlichen Dank. Meine lieben Kolleginnen, Freunde, darf ich jetzt schon sagen. Und ich muss mich gleich den Vorsitzenden anschließen. Ihr werdet viel von uns hören, ihr werdet viel von uns gefordert sein. Und ich baue ganz, ganz, ganz doll auf all Ihre Kooperation, Ihren Willen, etwas zu verändern. Nur wir zwei oder auch mit einem dritten oder vierten wird es ganz schwer. Aber mit Ihnen allen zusammen, weiß ich, auf jeden Fall ziehen wir im Landes- und im Bundesparlament ein. Das ist absolut sicher.
stehen, diese Summen einzusammeln bzw. selber einzubringen. Das werde ich in diesem Jahr für diese Partei leisten. Liebe Parteifreunde, als allererstes möchte ich ein riesengroßes Dankeschön an das Riesenengagement von Herrn Professor Lucke geben, der es wirklich auf die Beine gestellt hat, die Alternative für Deutschland zu gründen. Es war unglaublich wichtig, ich bin schon seit 2 Jahren auf der Suche, befasse mich mit dem Thema und habe festgestellt, dass ich in unserem momentanen Parlament nicht mehr wusste, wen ich wählen soll. Wenn mal eine Vorlage im Internet zur Verfügung steht, Alternative für Deutschland, ich bin der Meinung, gegen die Euro-Rettungspolitik für Frieden, weil wir sehen, was sich hier bewegt in diesem oder gegen dieses Land, macht, kann einem, ja, ist besorgniserregend, finde ich. Und dagegen muss man was tun. Mit dem Euro-Ausstieg ist das leichter, als wenn man diesen Weg und diesen Kurs weiterfährt. Dankeschön. Die Milliarden von Euro dementsprechend in verschiedene Länder, das kann einfach nicht mehr angehen. Die Parteien als solches, ob das SPD, FDP, wie sie alle heißen, in der Bürgerparteien, halten wirklich zusammen, wie sie schon gesehen haben, im Fernsehen zum Beispiel, wie die Parteien zusammenhalten, um die AfD niederzumachen als solches. Und deshalb, gerade deshalb, braucht man eine echte Alternative zu den etablierten Parteien. Und deshalb ist der Grund, warum ich bei der AfD angetreten bin. Ja. Wunderbar. Danke. Dann fangen wir einfach im Südosten. Wir kommen zum nächsten Wahlgang, das ist der Landesschriftführer. Frauen und nehme die Wahl an.